Moin Moin und willkommen zurück zur zweiten Runde in Stratholm. Diesmal durch den Dienstboteneingang, den wir dort vor uns sehen. Jetzt habe ich leider nicht zugehört, was der Ich auch gute nicht. Drakasan da erzählt hat. Irgendwas mit Schwein. Ja, der war nicht so lustig. Hallo. Genau, der ist nicht so gut wie Ich mit geh den rein. Kindern. Nehmen alle 500 Quests an. Hier gab es irgendwie 8 drin oder sowas, wa? Weiß ich nicht. Für jeden Boss wahrscheinlich ein. Ne. Oh, gut, dass ich das Weihwasser schon hab. Kann ich die gleich abgeben? Cool, dass ich das Weihwasser verkauft habe. Soll ich dir eins geben? Wenn du eins hast. Ach nee, ist hier hingebunden. Wollen wir erstmal hier. Bösewichter töten. Ja, daran habe ich schon gar nicht mehr ver. Ja. Warum? Ich dachte, Quest-Items kann man gar nicht verkaufen. Kann man ja auch nicht. Ja, wahrscheinlich. Was machst du denn hier schon wieder? Hallo, die haben mich provoziert. Ich finde es übrigens sehr gut, Blizzard, das ist wirklich sehr, sehr gut, dass frei platzierbare Sachen keine Range mehr haben, sondern einfach an der Range nicht mehr weit angezeigt werden. Das finde ich eine extrem gute Entscheidung. Wollen wir hier Bist rein du? oder so? Ja, wir müssen ja unsere 500 Quests annehmen. Genau. Ja, Blizzard macht auch mal was richtig. Und der Krieger kann jetzt wirklich so hüpfen, wie man hüpfen würde, wenn man selber Krieger wäre. Der kann jetzt irgendwelche, Also, ich wenn ich springe mal platte da oben. Rüstung anhab, dann gar nicht. Naja, der ist ja kräftig. Krieger ist ja kräftig. Aber der kann jetzt einfach mal so auf irgendwelche Balkone hochhüpfen. Also da muss diese Meldung von wegen kein Pfad verfügbar existiert nicht mehr. Sehr, Okay. sehr angenehm. Haben Sie was vom Barbaren aus Diablo gelernt, meinst du? Ja, genau, hat mich auch ein bisschen dran erinnert. Karte. Alles Du musst blau. jetzt drauf achten. Wenn Kisten leuchten. Genau, so eine Kiste brauchst du noch. Ich achte immer so schlecht auf Sachen. Lassen die sich pullen? Ach, die lassen sich, finde ich gut. Na, nur die Benjis nicht. Ja, ich hasse Benjis eh. Schon immer. Außer die Benji-Königin, die habe ich schon immer geliebt. Das ist ekelhaft. Hä? Irgendwas haut hier ziemlich rein. Ach, den hast du aus dem Erdbeben rausgezogen. Weil irgendwas Aua gemacht hat. Ja, und durchs nach hinten laufen machen sie nicht weniger, aber. Aber Ich das ist weiß nicht. Instinkt. Ja, ich weiß, ich mach das auch immer so. Man zieht ja auch die Hand weg, wenn man sich verbrannt hat. Du weißt, dass ich oben bin. Boah, nicht noch mehr. Scheiße. Okay, das war jetzt gar nicht so schlau. Ich eile. Naja. Lauf zurück. Na, ich kill dich jetzt so. Who needs Bärchen? Alle tot. Und der Elad Cooldown. So, Ele. Ah, okay. Ja, der hat ja den Arsch gerettet. Das erklärt einiges. Aber hier stehen auf jeden Fall noch Kisten rum mit Weihwasser. Nein.
gepult, komm schnell. Ja, schon da. Achso, okay, cool. Also ich hab gepult, der hat sich zwar angesprochen gefühlt, nur weil ich seinen Kumpel geplündert hab. Nur weil sein Kumpel... Verstehe. Dann solltest du das lassen. Immun, Rexvieh. GZ! Ja, ja. Warum bist du so weit vor mir? Verstehe nicht. Weil ich dir eine Quest schon abgegeben habe mit Weihwasser. Mhm. 49, mhm. Nur noch ein Level und dann haben wir hier ein ganz neues Erleben. Wieso? Kampfrausch. Ja, Mann! Kampfrausch und Ede, Alter. Lass uns danach eine Pause machen Raid für ein paar machen. Monate. Stimmt, war, dann kriegen wir Kampfrausch. Brauchst du es? Ja. Ja, aber sehr wahrscheinlich werdet ihr in der Zeit nicht auf weitere Videos verzichten müssen, denn wenn wir Glück haben, haben wir so viel vorproduziert, dass es nahtlos weitergeht, beziehungsweise mit nur einer kleinen Unterbrechung. Ich habe keinen Plan. Irgendwie so wird das laufen. Es wird laufen. Das Weihwasser. Ich pull bestimmt die blöde Benji. Nein, das machst du schon. So. Die war ja schon tot. Erst die daneben, würde ich sagen. Stimmt, die hat hier irgendwie was Blödes gemacht, wa? Naja, wir sind halt so nah dran. Aua! Ach so, oh! Fuck, fuck, ich hab nicht aufgepasst, es tut mir voll sorry. Okay, Erdbeben slowt nicht mehr, ich kann anken und retze. Ja, gut. Nein! Du sollst immer ein bisschen warten! Nicht so laut. Das musst du auf jeden Fall runterregeln. Wie gesagt, es gibt ja einen Hardware. Ich lerne auch nicht draus, ich bin einfach so resistent. Ja. Aber ich meine... Früher war das aber so. Also ich meine, ich mach das ja nicht, weil ich dumm bin, sondern weil ich es einfach schon immer so gemacht habe. Ja, nee, also das ist mir irgendwie auch neu. So. Wo waren wir gerade? War nicht mehr. Im Gespräch, meinst du? Mhm. Keine Ahnung, irgendwas mit dumm. Irgendwas mit dumm. Also ging es nicht um mich. Ja, genau. Wie dem auch sei. Ich heil dich mal. Gut, wir teilen die Aufgaben, wie es scheint. Ich heile, du pullst und tankst und machst und tust. Andere Seite auch noch? Nö. Wenn wir die irgendwie so ein bisschen herpullen. Mhm. Klappt. Was ist mit dir los? Ich hab Stille und finde, dass du böse bist. Du bist immun gegen... Das bleibt, übrigens kannst du mich dispellen oder so? Nö. Besessen, das geht jetzt noch 2 Minuten so. So, weiter geht's. Mhm. Also ich muss dich halt runterhauen. Was? What? Hast ich glaube... Gesehen? Wie Schaden auf dich gemacht habe? Ja, ja, aber das kann es nur nicht sein, finde ich. Warum? Weil dass ich dich nicht verhauen darf? Ja. Ich meine, ich weiß, wie das kommt. Du findest Geschmack dran und
Du meinst immer, aber. So schaut's aus. Yeah, ich heil mich. Oder so. Na toll. Den Kampf mag ich nicht. Ja, der ist auch etwas unbefriedigend für mich. Vor allem, weil ansonsten nichts ist. Die macht irgendwie nicht sonderlich Schaden oder so. Ja. Es nervt nur. Ja. Wir müssen, glaube ich, noch rein. Wir müssen noch Wachen töten, auf jeden Fall. Ja. In allen von den Dingern hier. Ach, jetzt mag ich das Erdbeben, wenn man durch Zufall so viel Dings macht hat. Huch, ich hab Standbild. Du hast Standbild. Nichts nicht mehr. Schwertschmied. Ach, da hinten. Da liegt wieder ein Büchlein, ein Plänlein. Schmiedeplan. So. Da. Hallo, Schmied. Okay, der weiß offensichtlich, wie man zuhaut. Ist auf dem Schmied. Ich bei der Banshee gelernt. Yep. Nett. Abgeschlossen. So, gehen wir über innen lang, war. Na, das wäre außen für mich, aber wenn du sagst innen, dann ist das meinetwegen auch innen. Das wüsste du nicht. Jawohl! Level Up ist immer noch die beste Heilung. Auf jeden Fall. Die hat bloß immer so lange Cooldown. Da ist ja noch wer. Ja. Gehen wir also erst zu dem. Tobsüchtiger Ghoul. Ich hab Stille und hab ganz viel gepult. Alter. Na klar. Das ist jetzt, Und es waren noch gar nicht so viel. Nee, es kamen immer mehr. Okay. Es tut mir leid. Also ich würde mal behaupten, wir sollten mal wieder ein bisschen konzentrierter spielen. Ja. Auch wenn die letzten beiden Initiative tatsächlich relativ gut gelaufen sind. Du hast noch keinen Kampfrausch. Merkt ihr das? Ich glaube, der hätte uns jetzt auch nicht geholfen, weil ich einfach oben war die ganze Zeit. Hm. Siehst du? Aber ich arbeite am Kampfrausch, indem ich jetzt schon mal Quests abgebe. Mach mal. Ich mach das nachher mit einmal.
Gut, hat jetzt auch, weiß ich nicht, vielleicht Prozent gebracht, also so viel war es nicht. Gut. Oder nicht gut. Oder Jungs war's. Ja. Ja. Cool. Ich weiß nicht. Ich fange dann schon mal an, wa? Da bist du ja. Heilung. Ich bin auf. So, ist das doch schon angenehmer. Ja, ich denke auch. Vielleicht lege ich nicht mehr mein Erdbeben überall in die größten Gruppen, die ich finden kann. Aber da macht's doch am meisten Spaß. Ja, das ist doch mein Reden. Das könnte jetzt auch ganz schön auf die Fresse geben. Tut's immer. Das war der falsche Spell. So war der Plan, dass du die da machst und ich da schon mal abhauen kann. Hallo, wo kommst du denn her? Naja, so. Noch ganz gut. Die da rechts noch, links meine ich. Ja, das ist sehr sinnvoll. Erdbeben. Das haut ganz schön rein. So, jetzt, seitdem das nicht mit Mana ist, sondern mit Malstrom. Mhm. Also wahrscheinlich auf den Schaden angepasst. So, ich bombe dann oben drin. Die kommen jetzt alle mit, wa? Bestimmt. Okay, dann rennen wir. Restblock. Mhm. So castet der auf mich die ganze Zeit? Das weiß ich nicht. Der hat auf jeden Fall mich im Target. Und er saugt mein Blut. Sau. Kann ich nicht displayen. Brauche ich nicht. Yeah, Schild hat gefühlt Intelligenz. Nette Schildhand. Sehr dämonisch. GZ vielleicht. Ich weiß nicht. Obwohl der eigentlich scheiße ist, oder? Steht überhaupt nichts dran. Na, End- und Vielseitigkeit hat er gemacht. Bei mir ist. Achso, doch, da. Ja, ja, gut, wäre bestimmt total super gewesen. Ich hab's noch gar nicht durchgelesen. Okay.
Hast du jetzt den Weihwasser schon mal? Hab ich. Ja, das ist schön. Ich jetzt eigentlich nicht irgendwie die damit bekippen oder so? Nee, das musst du einfach nur abgeben. Ja, aber ich meine ja, eigentlich müsste ich die doch jetzt einfach damit irgendwie und dann alle fallen um oder sowas. Wäre eine Möglichkeit, ja. Mal wieder nicht mitgedacht. Geedit, geedit. Aua. Ja, sag mal vorher Aua. Bevor die Wunden schon eitern. Sollte ich nicht, kann ich nicht einfach sterben, als Untoter wiederkommen und die dann auf die Fresse hauen? Ja, dann kannst du wahrscheinlich nur mit den Karten spielen oder so. Ja, und die auf die Fresse hauen, also, why not? Ja, ich könnte Erdbeben legen, hätte ich mal Strom. Gib dir das mal auf. Für wenn wichtig. Mal machen. Mach dir das Tor auf. Okay. 3, 2, verdammt. Fast. Ja. Ogo, ogo. Wir sind verflucht. Ach so, guck mal. Ach, stimmt. Ich kann da jetzt nur noch alle paar Sekunden eh mal entfluchen. So ein paar Sekunden. Na doch, jetzt cool, oder? Irgendwie 6 Sekunden oder so. Stimmt, wie eigentlich alles. Wenigstens habe ich jetzt tatsächlich langsam mal keine Wutprobleme mehr. So. Weil du noch auf der Schnauze kriegst. Ja, und weil ich jetzt irgendwie kurz guten Grenzen. Was Passives dazu bekommen hatte, was das erhöht ziemlich stark. Haut ganz schön rein und ich bin vergiftet. Kann ich die nicht runternehmen? Oh, Heilung. Ich bin oben. Heil dich mal selbst. Ja. Wollte ich gerade. Schaffst du das noch? Stimmt, oder? Seele regelt. Stimmt. Sieht so aus. Ele. Würdest du spotten? Danke. So, mach ich einen Moderator. Es ist sehr spannend, einen Kopf an Kopf. Kampf hier, aber eigentlich doch, Ele kriegt ziemlich auf die Schnauze, aber sollte noch durchhalten, ein Cast noch, richtig. Sehr gut. Oh, worauf haut der jetzt rum? Auf kleine untote Skarabäen. Jedenfalls auf einen davon. Nice. Nice. Also so semi-nice, aber... Wenn alles immer scheiße wäre, nur weil ich gestorben bin, dann wäre ziemlich viel in WoW scheiße gewesen. Platte, Handschuhe, Kette, NagZ. Ja, endlich habe ich Beweglichkeit. So, müssen wir da jetzt auch rein? Bestimmt, wa?
Überall rein. Überall rein. Also in alle Türme. Und einen haben wir. Ach ne, da sind wir gerade. So. So, dann müssen wir hier oben. Genau. Kommen wir zum. Hallo, wow! Kannst du mal warten? Einen ich kleinen hab die Karte Moment. Offen gehabt. Marschiert er darin, als wenn nichts gewesen wäre. Das ist ja nichts gewesen. Ist ja danach erst was passiert. So kann man das natürlich auch sehen. Scheiß Magieschutz. Yo, charge. Nee, ganz schön auf der Fresse. Alter, hallo. Don't sterben. Boom. Dann machst du tot. Okay. So, vorhersagen. Da hinten wieder kleinen Onkel Jimmy. Weiß gab's nicht. Sonst da gab's was, das ja. Draht. Ja, war früher mal. Wir sind jetzt auch schon, obwohl es unser Level so an sich. Mhm. Die Bosse werden wahrscheinlich auch ein bisschen drüber sein. Hopp. Alter. Ist was? Raten die mir wirklich rennen? Ich hab wenig Mana. Sag uns mal. Können wir starten. Naja. Der hat dann schon viel Leben. 10.000 weniger als die Olle gerade. Viel halt Cooldown. Das könnte sich ausgehen. Ja, vielleicht sterbe ich wieder, aber. Genau, schubst du. Cast durch, durch! Sehr schön. Ey, es stand kurz. Kannst du anken? Nee. Nee. Es stand kurz, als du gestorben bist, noch ein Leben da beim Gegner. Und ich dachte schon so, nein. ja. Sehr gut. Ich hab gedacht, cool, diesen den Lava Burst habe ich halt durchgekriegt und der crittet halt hundertprozentig, deswegen war ich mir relativ sicher, dass der Schaden ausreichen sollte. Um den Typen wegzubraten, dass er mich dann nochmal hittet, hätte ich. Ja. Ja, down ist down und genau. Du kriegst auf jeden Fall 10 Bonuspunkte für Solidarität. Solidaritätssterben. So schaut's aus. Joa. Glorreich. Auf jeden Rammstein. Ja. Immer wieder nett. Nur, dass die immer wieder ein M vergessen. Hm. Aber wahrscheinlich meinen die ja den Flughafen und nicht
Band. Der Flughafen wird nur mit einem M geschrieben. Ganz richtig. Und das ist ja auch immer das Hauptargument von Rammstein, dass sie nicht Bezug nehmen auf den Flughafen, weil sie sich ja mit zwei M schreiben und auf das, was da passiert ist und so. Ja, kann man jetzt glauben. Schlüssel zur Stadt, der war damals wichtig. Und weißt du wofür? Um hier reinzukommen durch den Dienstboten. Für den Dienstboteneingang, genau. Wie sich doch alles. So, machen wir die jetzt einzeln? Ja, bitte. Also erstmal gucken, was die so können. Also, zuhauen tun sie jetzt nicht so super doll, oder? Aber die haben ganz schön viel Leben. Das, der Schaden, also, ja, doch. Die hauen schon auch zu. Aber wir sollten das trotzdem nicht, genau. Ich überlasse denn dir mal das Pullen, sonst pullen wir hier noch. Okay. Ich nehme alles zurück, kann ich bitte wieder pullen? Ich hab den nicht gepullt, den zweiten. Okay. Was soll ich dir jetzt glauben? Ja, ich würde da sagen, ich habe einen Videobeweis, aber ich nehme ja bei mir nicht auf. Das wäre auch keine Augenweide. Als Beweis deiner Schuld sollte es reichen. Nein! Diesmal war ich's. Okay. Wie gesagt, ich brauche eigentlich noch nur zum Heilen Mana. Alles andere ist halt also zum Casten brauche ich ja kein Mana. Das haben sie irgendwie rausgepatcht. Ja. So. Ich weiß noch, wie früher ein Karasan beim Prinzen oder so, als es dann hieß, ich brauche mal, muss mal Mana-Pause machen auf den Mage. Damals waren die Pausen ja auch noch, hat's gedauert, bis man voll war, wenn man nicht das richtige Zeugs bei hatte. Ne, das war halt auch mitten im Kampf. Die mussten halt einfach aufhören, Schaden zu machen, weil sie halt kein Mana mehr hatten. Das meinst du? Ja, das ist mir nie passiert. Klar. Aua! War es doch ständig mit dem Ferrell Dudu oben beim Heilen. Das war ja nur einmal. Na, weil du nur einmal heilen konntest. Ja. Wir sind noch Gegner übrigens. Gegners? Du machst jetzt aber doch schon deutlich mehr Schaden als ich. Naja, so deutlich. Langsam. Also overall bin ich über 52% bei mir. Naja, da, also wenn man die AOE-Scheiß wegnimmt, dann. Ach so, ja gut. Boss-Schaden müsste man vielleicht mal nehmen. Aber der AOE-Schaden ist ja halt trotzdem dabei, wa? Und bei Bossschaden, ich meine, wenn man da jetzt auch wieder wegnehmen würde, heil mich mal nicht. Dann sehe das auch schon ganz anders aus. Aber ich kann mich halt, also ich kann mir halt überlegen, ob ich halt meine Wut in einen Death-CD investiere oder halt in eine große Attacke. Und das liegt halt meist auf der Hand. So, warte mal. Achso, jetzt kommt Rammstein erst, wa? Danach kommen die Viecher von da hinten, also muss ich mir denn mein Totems übrig lassen. Okay, der macht ordentlich Schaden. Kannst du den slowen und wegrennen? Also einfach nur, das reicht nicht aus, dass du dich selbst heilst, oder? Hier steht. Cool. Was?
Okay. Der hat mir irgendwas. Zeig mal her, Todesursache. Schlag, 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 Trampeln, Schlag. Okay, alles 2000. Also es ist schon irgendwie ein Viertel, was er mir mit einem Schlag abzieht. Scheiße, der Elo ist gleich down. Na, schaffst du. Sehr gut. Aber jetzt kommen die ganzen Viecher. Dann beleb mich wieder und. Von dem Kampf. Ich heil den Ele. Hat meine Heilung. Verschwindet da gerade? Er macht nämlich überhaupt nichts. Doch, scheinbar. Komm! Sind nicht mehr viele. Erdbeben oder so. Stun, sehr gut. Kettenblitz, Kettenblitz. Mach sie fertig. Ach, schön, dass ich die Klasse im Feuerhaare gespielt habe. Schön, dass ich meine Klasse auch ein paar Jahre gespielt habe. Und genauso auf die Fresse kriege wie früher. Ja, das ist halt auf deiner Aufgabe, auf die Fresse zu kriegen. Dankeschön. Sind die auch böse? Die sind natürlich auch böse. Ja. Ja, das können wir. Ich bin gut befüllt. Okay. Das hat gerade sehr gut geprockt. Oh. So, ich hab. Verdammt, Hals hat man ja auch Dings. Hals hat man auch. Ich achte, egal was droppt, ich guck da gar nicht mehr hin. Das ist mir vorher eh nix. Hände und Schuhe brauchen wir noch. So, ja, mana-technisch sieht's so lala aus. Aber gut. Der Ela hat noch 3 Minuten. Wollen wir uns den vielleicht auf. Abwarten? 75.000. Oh, warte mal, kann ich schon eine Quest abgeben? Dann kann ich vielleicht schon Kampfrausch. Na, die stehen doch noch nicht hier, oder? Die stehen noch. Die kommen doch erst nach dem Kampf jetzt und stellen sich hier hin. 2 Minuten. 2 Minuten. Okay, dann kleiner Cut. Okay, geht los. Anscheinend bin ich auch in seiner Nähe. Bist du in seiner Nähe? Noch weiter kann ich aber. Naja, du kriegst doch nicht so auf die Schnauze. Beschrei sowas nicht. Du weißt, wie das endet. Was ich mich gerade frage, ist, warum Überlebensinstinkte nicht mehr Dings sammelt. Aufladung. Alles kaputt. Ja, also irgendwie. Warum haben wir auf den Ele gewartet? Weiß ich nicht. Darf man nicht brauchen. Verstehe. GZ. Netter Ring. Brauch ich. Netter Ring. Kampf? Sehr, sehr schön. Ja. So, immer fürs Video. nice. Unser erster Kampfrausch. Verschwendet. Juhu! Das heißt, die verschwendet. Der kommt genau richtig. Okay, wenn du das sagst. Wolltest du schon mal rote Vorderpfoten haben? Immer. Alles klar. Gut, ob wir jetzt auf jeden Fall besser klarkommen. Wie lange hat der Abgangszeit? 10 Minuten, wa? Geht das nochmal weg, wenn wir sterben? Nee.
Na doch, das war jetzt auch so. Bei Bossen wird der resettet. Beim Vibe ist es resettet, ja. Genau. Sehr gut. Und wenn Boss fällt, glaube ich. Nee, wenn Boss fällt nicht. Gut. Cool. Dann, genau, kommt jetzt eine kleine Pause oder auch nicht, je nachdem, wie wir das machen. Ich wünsche viel Spaß, einen schönen Sommer, was auch immer. Macht's gut. Tschüssili.